Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2, Folge 3. Wir sind jetzt endlich mal wieder mit Ellie unterwegs, nachdem wir Abby hatten und ich mich echt gewundert habe, wie seltsam Ellie aussieht. Aber es war nicht Ellie und das hat sich dadurch bestätigt. Jedenfalls weiß ich jetzt das zeitgleich ab. Plattform. Jesse? Nein. Ihr wart doch so lange zusammen. Hey, Jesse ist toll. Ich mag seine Eltern. Sie sind meine Familie. Aber es war nur noch Gewohnheit. Hey, warum reden wir eigentlich nie über sowas? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie... Du hast mit mir auch nie über Cat geredet. Was? Ja, aber... Achso, okay. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Jau. Ich dachte halt immer, dass du sie nicht leiden kannst. Ich glaube nicht, dass man das so sagen kann. Okay. Ich finde, sie hat wirklich Talent. Allmählich gefällt mir sogar dein Tattoo. Oh, das ist so nett von dir. Und sie war nicht die Richtige für dich. Interessant. Klappe. Okay. Soll ich das Pferd anbinden? Hier draußen oder drinnen? Wahrscheinlich drin, oder? Macht sie offenbar von selber? Hey. Willst du was Spektakuläres sehen? Du willst doch dein Gesicht zeigen, oder? So spektakulär nun auch wieder nicht. Oh Mann, ey. Komm schon, Dummkopf. Aha. Wir haben auch mit Ellie sofort eine Taschenlampe. Das ist schön. Leider wieder nichts an Utensilien, die wir hier einsammeln könnten sollten oder wie immer. Ellie können wir auch irgendwie nicht zuschlagen. Wer weiß vielleicht... Oh, warte mal, was ist denn hier? Was haben wir denn hier? Aha! Patronen! Oder eine zumindest. Sehr schön. Hier geht's lang. Da wollt ihr uns foppen? Hätte ihr uns fast um eine Patrone betrogen? Vielleicht ist genau die später ausschlaggebend. Okay. Ah. Ne, das ist nur ein normaler Spiegel. Ich wollte gerade sagen, Amerika, ne? Die ganzen Spiegel mit ihren Schränken drin immer. Was für eine Aussicht. Ich gleich mit dir genießen werde, nachdem ich hier alles abgesucht habe. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Machen wir mal das Licht aus. Na, wie findest du die Aussicht? Ist ziemlich schön. Ja, diese Route hat auch Vorteile. Wo tragen wir uns ein? Na komm. Fuck. Das ist wirklich eine tolle Aussicht, ne? Also die ganzen Gebirge da im Hintergrund, da unten das Städtchen oder Dörfchen. Sehr schön. Was ist das jetzt? Wir haben einen neuen Tagebucheintrag, okay. Was soll das heißen? We lost the ground to some step on the ice. Dina hat gefragt, ob ich zum Tanzabend gehe. Und sie hat meinen Arm berührt. Ah, ich bin echt gestört. Jetzt sei keine Idiotin, sie ist zu allen so. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Versau bloß eure Freundschaft nicht. Versau bloß eure Freundschaft nicht! Heute war es total verrückt. Ich habe Angst, bin aufgekratzt, ängstlich. Ich muss das einfach wegpennen.
Der Schnee hat die Erde erobert. Ich trete aufs Eis. Spüre mein Schmelzen, ist abgestrichen. Und prüfe mein Schmelzen. Spüre mein Schmelzen. Okay. Die ist schon so schnell weg. Auf dieser Route. Achso, da ist sie. Eugene. Klar. Oh, Eugene. Mann, der war lustig. Oh ja. Das ist aber nett. Dankeschön, tschüss. Und? Ich habe ihr viel über Elektronik und so beigebracht. Auf dass wir mit 73 auch so fit sind. Auf dass wir auch 73 werden. Okay. Guck wieder. Schade. Trag uns ein. Was war das hier? Das war früher ein Funkturm. Hallo? Und zu Hause? Aha. Jo, da geht's los. Endlich Teile. Hey, ich wette, die Bon gehörte Eugene. Ha, das ist meine. Er hat sie mir geschenkt. Hey, du hast nicht zufällig Gras dabei? Ach, schön wär's. Eugene hatte immer was dabei. Okay. Es war schön hier im Johnny-Raum oder so. Lass mal alles wegweeden. Euch los. Ja, okay, Apokalypse, ne? Irgendwie muss man sich ja die Zeit vertreiben. Kann man auch mal eine Bon ziehen. Aha. Sie sagte was von Trag uns. Achso, da soll ich uns eintragen. Alles klar. Ich würde sagen, wo soll ich uns denn eintragen? Aber wir gucken natürlich bezüglich der zu findenden Sachen an. Ist aber scheinbar nichts mehr. Okay, lesen. Wow. Alrighty. Also, 12.8. Dina, Eugene, alles okay. 8.12. ist das. Amerikanische State. 27.12. Dina, Eugene haben ein Wildpferd gefunden, das im Eis fest saß. Rausgeholt, bringe es ins Lager. Wir lassen den nächsten Posten aus. 24.01. Dina, Eugene, alles okay. 8.02. Jesse, Astrid. Ein Klicker im Keller. Von 23.58 Mountain View. Erledigt. 29.02. Greg und Bonnie. Tote Ziege beim Sunny Day Seniorenheim. Drin drei Runner gefunden. Erledigt. 17.03. Dina, Eugene. Ein Runner an der Hauptstraße erledigt. 30.03. Greg und Bonnie. Alles okay. Der Schnee ist ziemlich heftig. Werden heute Nacht hier campen. 19.04. Jesse William. Alles okay. Alles okay für ihn. Super. 10.05. Dina, Eugene. Drei Runner in den Vororten erledigt. Sonst alles okay. 19.06. Eugene. Dina, Eugene. Toten Hirsch vorm Turm gefunden. Sieht angenagt aus, aber keine Infizierten. 21.07. Dina und Eugene. Alles okay. Heftiger Regen. Fluss ist über die Ufer getreten. Wir lagen heute Nacht hier. Morgen früh geht es zurück. 27.08. Dina und Eugene. Alles okay. 4.09. Jesse Dina. Am Fußspuren gesehen. Sind ihnen zu einem kleinen Lager gefolgt. Zwei Erwachsene und ein Kind. Oh. Haben wir, glaube ich, von gehört. Die ärztliche Hilfe brauchen.
Wir lassen den nächsten Posten aus und bringen sie in die Stadt. 19.10. Tommy und Joel. Alles okay. 30.11. Greg und Bonnie. Alles okay. 28.12. Tommy, Joel. Zwei Klicker bei der Tankstelle. Erledigt, sonst alles okay. 16.01. Greg und Bonnie. Alles okay. 3.2. Chad und Willi. Alles okay. Gut. Ja, dann treiben wir uns mal ein. Und fertig. Auch wieder. All clear. Perfekt. Komm. Was sieht sie? Die Stadt ist unser letzter Halt. Schau mal. Da ist die Stadt. Mit dem großen Turm? Yep, da ist der nächste Posten. Okay. Ich hätte gerne so ein bisschen gezoomt oder sowas, wenn das ginge. Gucken wollte, ob man von hier aus den Supermarkt? Kleinen Freighter. Yep. Da kommen wir unterwegs dran vorbei. Sehr schön. Turm, Supermarkt. Was haben wir hier noch? Was ist das? Sonst nichts. Also Supermarkt und Turm ist wichtig. Supermarkt wird dieses Westens sein. Ah, da ist die Skihütte. Das ist die auf Tommys und Joels Route. Yep, das ist sie. Okay. Dann noch irgendwas. Ich sehe einen Sturm. Morgen wird man gut Schlitten fahren können. Okay. Ich glaube und hoffe, das ist alles gewesen. Aber was ich noch nicht gesehen habe, ist hier irgendeine Person. Eine Abby oder so, die wir verprügeln werden. Weil die, glaube ich, Schlimmes vorhat. Na gut. Gehen wir zurück zu den Pferden. Ich hoffe, die sind noch da. Frage. Hattest du die Klamotten gestern schon an? Ach, die sind sauber. Ich sag ja nichts. Wir sind auf Patrouille. Es geht um Infizierte, nicht ums Aussehen. Siehst trotzdem gut aus. Ja. Danke. So. Pferde sind noch da. Jemand, der hier um die Ecke wartet oder so. Hier los? Da jumpen wir wahrscheinlich. Oh, was? So. Da jumpen wir wahrscheinlich direkt mit den Pferden drüber oder so. Na gut. Dann wollen wir mal wieder. Tatsächlich. Okay, cool. So wie ich es gedacht habe, aber schlecht. Das machen die Pferde auch so mit. Das ist sehr schön. Wäre eigentlich die Möglichkeit jetzt einfach. Man sollte so sterben wie Eugene. An einem Infarkt? Nein. Am Alter. Nach einem langen Leben. Du? Niemals. Echt nicht. Du bist zu leichtsinnig. Musst du gerade sagen. Du wirst wahrscheinlich an Unterkühlung sterben, weil du im Schnee Stoffschuhe trägst. Ich habe heute Stiefel an. Weißt du, wie du sterben wirst? Lass mich raten. Du bringst mich um. Hab ich dir den Witz versaut? Nein. Vielleicht. Leck mich. Sorry. Sieht auch interessant aus mit dem eingerissenen Haus. Hier der Spielplatz. Hier, da können wir auch rüber. Jumpen wir doch einfach mal. So, wo ist Dina? Immer wieder schön, sich einfach auch mal komplett in der Umgebung umzugucken. Und alles zu betrachten, wo sich die Entwickler auch entsprechend viel Mühe gegeben haben und so.
Nicht umsonst ist das Spiel so atmosphärisch. Oh, ist da ein guter Weber? Hashtag Werbung. Hey, sehen wir uns die Häuser an? Bin verlassen, aber wenn du möchtest, da sind bestimmt noch Vorräte. Ah, ab jetzt können wir absteigen. Das ist schön. Ja, das da würde ich ganz gerne mal reingehen, oder? Das sieht doch machbar aus. So, absteigen. Jawohl. Hauptsache das Pferd rennt nicht weg. Oder wird geklaut, oder... So. Was weißt du über diesen Ort? Ist eine normale evakuierte Siedlung. Mhm. Infizierte kommen fast nie so weit hier raus. Wir fangen sie meist an der äußeren Grenze ab. Oh, Pilli Pilli. Ich dachte, ich sehe mir mit Joe einen Film an. Oh. Ist alles klar? Ja. Was für einen Film wollt ihr gucken? Worauf steht Joel? Curtis und Viper 2. Den habe ich schon länger auf meiner Liste. Oh, wow. Er mag diese schlechten 80er-Actionfilme. Da fährt er voll drauf ab. Oh nein. Mir gefallen sie tatsächlich auch. Was ist mit dir? Was machst du nachher noch? Ein paar Leute wollen sich wohl rausschleichen. Zum Schlitten fahren. Das klingt gut. Ja. Okay. Wollen wir uns danach treffen? Okay. Vielleicht spiele ich Gitarre für dich. Okay. Gut, dann können wir jetzt auch lesen. Lieber, ach so, das ist ein Wunschzettel. Lieber Weihnachtsmann, ich war dieses Jahr ganz brav. Kann ich bitte einen großen Hund haben? Er soll meinen Papa beschützen, wenn er für uns Essen holt. Und er kann auch unser Haus vor den Monstern beschützen. Und er kann mein Freund sein, wenn mein Papa sich im Schlafzimmer einschließt. Warum schließt er sich im Schlafzimmer ein? So sollte sie aussehen. Kannst du mir auch eine Waffe bringen? Ich glaube, wenn ich stärker wäre, wäre mein Papa fröhlicher. Vielen, vielen Dank, Eric the Lock. Okay. Worum geht es bei Curtis und Viper 2? Okay, also zwei abtrünnige Kommandos kämpfen gegen die Bösen. Und ich glaube, in diesen kämpfen sie gegen russische Spione oder so. Das interessiert mich mehr, als ich gedacht hätte. Okay, der Jüngere, Viper, ist ein Ninja. Und er ist echt total krass. Und wie alt ist er im ersten Film? 10. Warte, wie viele Teile gibt es davon? Ich glaube, es sind 4. Krass. Joel hat den letzten noch im Kino gesehen. Ist das nicht irre? Ja. Glaubst du, dass da draußen noch irgendwer Filme macht? Ganz bestimmt. Das macht dich so sicher. Ich meine, was, wenn alle wie wir sind? Und Tag für Tag nur überleben? Naja, ich schreibe Musik, also wenn jemand eine Kamera hat. Warte, Moment. Wer hat mein Pferd dort geparkt? Es gibt original Ellie-Lieder? Warum hast du mir keins vorgespielt? Mit dem Raum? Ich weiß nicht. Komm schon, spielst du mir eins vor? Ich denk drüber nach. Mach sie an. Okay. Ja, waren wir auch. Schlecht, dann könnte man hier vielleicht noch mal den Wohnwagen gucken. Die Tür steht sogar sperrangelweit offen, oder? Das ist sogar. So, Freunde. Die Wohnwagen sind süß. Wie kleine, fahrende Häuser. Meinst du, die Leute sind verreist? Würdest du nicht? Ich meine, hätte ich vor dem Ausbruch gelebt, klar. Ich würde das ganze Land bereisen. Oder auch in ein anderes Land. Vielleicht eines Tages. Ach, träum weiter. Oh, Pilli Pilli. Jesse hat viel über Kanada geredet. Er sagt, da gibt es diese riesigen Wasserfälle, die er unbedingt sehen will. Wirklich? Er ist doch total der Jackson-Typ. Jeder hat seine Träume. Okay, wir sind hier offenbar in Jackson.
aus. Habe ich, glaube ich, sogar in der ersten Folge vorgelesen, aber habe das jetzt gerade nicht irgendwie ortstechnisch nicht im Kopf behalten. Deswegen noch gefragt, wo sich das Ganze hier wohl abspielen mag. Oh, kommen wir da hoch? Ja, sieht doch gut aus. Wir könnten noch mal eben kurz schauen, wenn wir da drauf drücken. Da kommen wir, also das war jetzt das Touchpad. Da kommen wir dann auf die Sachen, die wir irgendwie weiter ausrüsten können. Hier haben wir unsere Fähigkeiten. Lauschmodus, Bewegungsgeschwindigkeit 1. Guck mal, was ich gefunden habe. Da haben wir die anderen Sachen und hier ist unser Tagebuch. Alles klar. Damit kommen wir fünf zurecht. Was, wie? Was hast du denn gefunden? Oder was ich gefunden habe? Munition. Was hast du denn gefunden? Was ist das? Eine dieser Superheldenkarten, auf die du so stehst, oder? Die habe ich noch nicht. Der Tesseractor. Und Tesseractor, echter Name unbekannt. Intelligenz 80, Muskelkraft 60, Zugehörigkeit Society of Champions. Dieses mysteriöse transdimensionale Wesen war eines Tages einfach da und niemand weiß, woher und wann es gekommen ist. Seine Fähigkeit, sich nach Belieben in vierdimensionalen Raum zu bewegen, hat schon viele Kämpfe entschieden, wobei ihn der Einsatz der Kraft schwach und wehrlos wie ein Neugeborenes zurücklässt. Der Spitzname Tesseractor stammt von der Society of Champions, da das Wesen behauptet, einen Namen zu haben. Es wird allerdings vermutet, dass Tesseractor seine wahre Identität einfach nur für sich behalten will. Neutral. Alrighty. Cool. Dankeschön. Danke, Lina. Diese Doppeldank. Sammelkarten können wir jetzt hier angucken. Können wir die jetzt einfach immer... Ich wollte gerade sagen, die haben wir dann hier irgendwo mit dabei. Da. Unsere Sammelkarten. Siehst du wohl. Wer weiß, was es noch wieder an Collectibles gibt. Es waren ja mal Comics gewesen. Und jetzt sind es offenbar Sammelkarten. Und ich weiß nicht, ob da wieder Firefly-Abzeichen sind. Aber eigentlich Firefly, das Ding, das müsste durch sein. So, wieder runter. Und flupp. Jawohl. Haben wir so runtergejumpt. Es war da auch nichts. Da konnten wir nicht viel machen. Sollten wir, glaube ich, weiter reiten. Da vorne, das ist einfach nur eine Bruchbude. Die sieht nicht so aus, als könnte man da rein oder als würde man da rein wollen. Die Autos lassen sich, so wie es aussieht, auch nicht öffnen, sondern einfach nur als, ja... Sag jetzt mal als Bock benutzen, damit man irgendwo rüberklettern kann. Die Garage hier, die hatten wir quasi auch gesehen, aber können wir nicht öffnen. Jo. Dann. Hallo Pferd. Scheint von selber irgendwie teilweise mitzukommen oder irgendwo hinzugehen. Alles gar kein Problem. Können wir ja so noch ein bisschen schauen. Gut, was haben wir denn hier? Da geht's wahrscheinlich... Okay. Okay. Hat der gerade einen Jackson gemacht, oder was? Den Michael? Jo, fast. Da. Jackson Street und... Worcester Street. Okay. South Jackson Street, North Worcester Street. Alles klar. Kommen wir schon mal mit den Schildern klar. Gehen wir mal in die Jackson Street. Das Haus sieht doch interessant aus. Aber da scheint man irgendwie nicht ranzukommen, oder? Hier vielleicht. Da dürfen wir nicht weiter. Kann offenbar auch nicht jedes Haus plündern. Da kommen wir auch nicht hoch. Sehr schade, weil das so groß wirkt. Hätte ja sein können. Hey.
dass man da irgendwas machen kann. Ja, dann nicht. Ist ja gut. Ich lasse das ja schon. Dann lass mal weiter reiten. Ja, wenn plündern, dann plündern. Ist ja klar. Ich glaube, es wird kälter. Ich glaube, du hast recht. Wie sie unbedingt Erster sein will. Aha. Warte mal. Das sieht verdächtig aus. Okay, geht nicht. Hätten wir einen Schneeengel machen können. Na gut, dann nicht. Dann gehen wir mal weiter. Oh, Blut. Ruhig, Mädchen. Oh. Das ist dann wohl ein Elch. Was zur Hölle? Stickt. Das waren bestimmt Infizierte. Aber wie viele, wenn sie einen Echtklein kriegen? Mehr als einer. Wo zum Teufel stecken? Los, wir suchen sie. Okay. Gewehr zücken. Bam, in den Rücken. Okay, dann. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh, warte mal. Da sind welche drin. Ja. Wie sind die da bloß reingekommen? Das habe ich auch gehört. Viel wichtiger. Wie kommen wir da rein? Sie sind offenbar hier reingekommen. Oh, warte mal. Lina, hier lang. Ich hätte gern geguckt, ob da vorne auch noch ein Eingang ist. Uiuiui. Nee, es sieht nicht so aus. Was haben die hier gemacht? Also wir könnten jetzt auch da vorne weitergehen. Vermutlich. Oder auch wahrscheinlich nicht, weil das hier storyrelevant sein könnte. Also das ist auf jeden Fall der Supermarkt. Das ist schon mal viel wert. Da sollen wir jetzt rein, okay. Klingt so, als könnte das actionreich werden. Bin mir ziemlich sicher. Schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich danke an dieser Stelle fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei The Last of Us Part 2.